Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 85. Und wir sind dabei wieder mal im. Hoho, ich habe vergessen, wie die. Krater von Ungro. Ha, hätte ich doch fast vergessen. Und wir brauchen immer noch Thea. Holen wir uns den mal. So. Ich weiß ja nicht, wann ich das jetzt hochlade, aber es ist nicht mehr weit bis zum Warcraft-Film. Ich denke mal, ich werde den auch gucken gehen, aber ich weiß allerdings noch nicht, wann, ob ich direkt am ersten Tag, was ich nicht glaube, weil ich an dem Tag Spätdienst habe und danach noch mal ins Kino. Eher unwahrscheinlich. Daher denke ich mal erst eine Woche oder 2 Wochen später. Aber wenn ich ihn gucken war, berichte ich auf jeden Fall. Geht ihr den Film gucken? Oder wartet ihr den Film gucken, je nachdem, wann das Video hochgeladen worden ist? Ihr könnt ja mal berichten, wie er ist, wie er war, ob er nochmal geht. Das muss man ja mittlerweile auch bedenken. Viele Leute, mich eingeschlossen, ja auch mehrmals in ein Kino Film in denselben. Weiß gar nicht, welcher Film ich damals noch mal war. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich damals in einem Film zweimal oder dreimal sogar war. Puh, ich glaube, es war König der Löwen. Aber sicher weiß ich nicht mehr. Schon lange her. Naja, auf jeden Fall schon lange her ist. Wir sind bald, naja, noch ungefähr 3,5 Level, dann können wir auch in die Scherbenwelt gehen. Ein paar immer gesagt, nee, geh noch nicht in die Scherbenwelt, erst wenn sie 60 sind. Aber nee, muss ich nicht haben. So lange warten will ich nicht. Vor allem, man kriegt ja da auch dementsprechend ein EP und so. Das ist schon cool. Das machen wir auch. Ich gehe jetzt erstmal verkaufen. Und ich denke, ich werde mir auch Pfeile kaufen. Auch wenn wir nicht mehr so lange haben, bis Level ab. Oder ich gebe mal die. Komm schon, eine Quest abgeben hier. Mal gucken. Nö. Dö, 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 können wir noch nicht. Kaufen wir mal und kaufen ein paar Pfeile noch. Weil wir haben nur noch 312. Nicht, dass wir wieder um Trocknen stehen nachher. Wenn sie dann einen Händler für Pfeile gibt. Da könnten wir Glück haben. Nein, haben wir nicht. Können wir auf jeden Fall verkaufen. Wir einen Schrott in der Tasche haben. Unglaublich. So, sieht doch fast wieder schön aus. Nicht wahr? Da könnten wir Glück haben. Ja. Oh. So, machen wir erstmal so. Lederverwandlung. Oh, das sieht doch auch schön aus. So. Nee, die können wir leider nicht abgeben, weil der gute Mensch, den hat, der sitzt auf dem Berg in der Mitte hier. Und hier ist auch noch eine Quest.
Und zwar ist das von den Machtkristallen. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Genug Platz haben wir noch. Von jedem 7 sammeln. Ich muss mal die Quest. Oh, falsch. Mal gucken. Nö. Verloren. Ignorieren. So. Weil er mir die falsch anzeigt. Das muss ja nicht sein. Ich meine, die funktioniert sogar ganz gut, die verloren Quest. So. Schwingen wir uns wieder auf unseren Tiger. Und weiter. Treten wir auch wieder der Gilde bei. Mensch. Das geht. Jo. Vielleicht gibt es da anregende Gespräche. Die zack sammeln. Oh genau, und hier das müssen wir auch sammeln für den. Für den komischen, für dieses komische Reittier, was da stand. Theoretisch müssen wir die Machtkristall-Quest auch ausblenden, weil ja, die zeigt überall Strunks an. Nochmal. Das ist viel besser. Weil die Machtkristalle stehen ja überall rum. Von daher. Sollte das dann doch nicht so das Problem sein, die zu finden. Wie gesagt, die sind überall verteilt hier auf der Karte. Wollt das Land schon die Biege machen, habt ihr gesehen? Hier stehen direkt mal zwei. Direkt mit. Oder ist es einfach nur das hier? Nee, Wildwebel brauchen wir davon. Da sind glaube ich auch nur die Sumpflinge. Sumpflinge hört sich so klein und nett an, ne? Sind das die komischen Riesenmonster da?
Die sind nicht klein und nett. Die sind groß und böse. Groß und böse sind die. Was haben wir denn da? Hübsch, hübsch, hübsch. Nehmen wir doch mit. Zack. Neuer Bogen. Schönes Ding. Die müssen wir auch schon killen oder müssen wir die danach killen? Mal gucken. Im Prinzip grünes Land, müssen wir direkt alles auslöschen. Oh, ich glaube, das waren die, die vieren können. Ich bin mir recht sicher. Ja, jetzt können wir erstmal Bogen skillen. Was ich mich frage ist, was ist besser, ein schneller oder ein langsamer Bogen? Der ist jetzt 2 und den ich habe, der ist jetzt langsamer. Ist der jetzt besser? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, zumindest ein Feder nicht uns. Mir nicht durch die Gegend eiern. Schon ganz gut so. So. Da stehen auch wieder Machtkristalle. Nur gesagt, die gibt es überall hier im Krater von Guru. Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass man nur noch eins davon braucht oder so. Oder 5. Ich glaube auf jeden Fall nicht mehr 7 Stück. Haben sie schon ganz gut gemacht. Der da schon mal schnapsen gehen. Gleich auch schon. Oh. Die Machtkristall holen. Schön. Ja, schon mal angreifen. Brauchen wir denn von denen? Brauchen auf jeden Fall irgendwas von denen. Das 1700, 900, toll. Naja, egal. Ah, Schuppen brauchen wir von denen. Sollten wir hinbekommen. Okay. Schmeißen wir die weg. Grünen. Roten und blauer. Schön. Was man damit nachher auch noch machen kann, ist, wenn wir das dann gleich geschafft haben, kriegen wir dann so ein Buch quasi über die Machtkristalle. Und da steht dann drin, dass wir dann hier zu den ganzen Dingern müssen und davon kriegen wir einen Buff. Und stärker macht. Aber nur halt immer
Im Austausch für diese Kristalle. Ich glaube, man kann alle vier sich holen und dann ist man recht nett gebufft. Weiß nicht, ob man sich die damals für Raids oder so geholt hat. Weiß nicht, wie lange die halten. Eine Stunde oder so. Das war ja immer was gewesen. Meinst du, Anfang ganz okay? Aber teilweise musste man ja recht lange dann dahin eiern. Zu den Raids hier. Ich mir vorstelle, sich den ganzen geschmolzenen Kern noch zu eiern. Dann halt holt man sich den hier und dann erstmal dahin latschen. Wahrscheinlich schon noch einen dabei haben, der die Quest vorher nicht gemacht hat. Nee, das lohnt er nicht. Du bist wahrscheinlich gerade drin und dann läuft der Buff aus. Und ich habe es auch noch nicht geschafft, wie ihr seht, mehr Taschen herzustellen. Hatte ich vor, aber irgendwie ist es dabei geblieben beim Vorhaben. Ja, da macht man nichts. Da macht man nichts. Sagen, haha, oh nein. Was ist denn? Ah. Ich glaube, irgendwann müssen wir auch da rein. Was holen. Wir müssen auch Rasende noch töten. Dann glaube ich die etwas größeren. Oh, jetzt die Tage lief abends im Fernsehen, hatte ich gesehen. Gorillas im, nicht Gorillas im Nebel, sondern Hallo Man. Hab ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Was war das denn? Okay. Stampfen. Gorilla, stampfen da. Gorilla. Wei, wei. Muss mir noch irgendwas wegschmeißen. Das. Passt schon, passt schon. Oh, man kann es ledern. Ich habe keinen Platz. Nee, wie ist das schön? Direkt mal hinlaufen. Schön. Nö, laufen wir erstmal ein Stück weiter. Obwohl, den grünen Machtkristall holen wir uns noch. Den nehmen wir noch mit. Und den Gorilla anscheinend auch. Ja. Manchmal muss man alles mitnehmen.
Schön, jetzt fängt es schon an zu regnen. Wie in echt. Bei mir regnet es auch gerade. Ist zwar ungut, aber gut. Trifft sich ja. Zwei Stück. Wir haben Glück. Kriegen alle zwei. Jetzt fand ich die Wahl der Qual. Donnernder. Dann haben wir die Affen nämlich auch schon fertig. Können wir die quasi schon abgeben gern, dann kriegen wir auch, ich glaube, was Tolles dafür. So. Jawohl. Sehr schön. Aber was wir kriegen, sehen wir in der nächsten Folge. Erstmal ein Stück zur Seite hier laufen, damit wir nicht ich im Ungewissen aufwachen. Dann sehen wir in der nächsten Folge, was wir dann bekommen. Bleibt gespannt. Lasst doch ein Abo da. Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden und Freundinnen. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.